Freunde, grüß euch. Bei mir ist hier 11.01. nachts gegen 3. Ich hänge draußen auf der Straße und mache ein Video für YouTube. Vor anderthalb Stunden hat es bei mir an der Tür geklingelt. Ich natürlich schon am Schlafen gewesen. War die Polizei, hat gefragt, ob der Opel Astra, der silberne hier unten mit dem Kennzeichen L, meiner ist. Ich so, ja, ist meiner. Ich komme runter. Ich wusste eigentlich schon, dass irgendwas ist. Bin runtergegangen, hab's mir angeguckt. War natürlich erstmal wütend. Ich habe euch mit der Kamera mit dabei gehabt, hab mit drauf gehalten. Hab ein bisschen geflucht. Sorry dafür. Ja, hier sehen wir's. Meine Karre. Ja, hier wurde Scheibe eingelatzt. Hinten stand der Kindersitz. Polizei meint, wahrscheinlich irgendein Brandsatz reingeflogen ist, unschwer zu erkennen. Ja, da ist das, was vom Kindersitz noch übrig ist. Dreck. Ich guck mal, ob ich das hier mit der Handyleuchte. Was eine Scheiße, Alter. Geil, so sieht das Ganze dann aus. Fickt euch wirklich, seid das Allerletzte. Ja. Ist halt vorne, hier ist eigentlich, ja, verschmort ist es auch, du hast überall diesen Ruß, oder dieses, ja, naja, vorne ist halt eigentlich alles, naja, ist halt nicht, es hat halt geschwelt, die Nachbarn haben die Bullen gerufen, innen drinne völlig verkokst. Aber eigentlich ist es nur hinten. Aber naja. Das kannst du vergessen. Was eine Scheiße, Mann. Okay. Naja, das kannst du halt hier alles. Alles vergessen. Ja, Freunde, da steht der Abschlepper. Mann, Alter. Spurzeug. Na gut, das versuche ich noch mitzunehmen. Ja, ihr habt es gesehen. Ich bin mittlerweile schon wieder ein bisschen entspannter. Sorry für das Fluchen, wie gesagt, nochmal, aber das kann ich mir dann manchmal nicht verkneifen. Auto ist hinüber, Totalschaden, ist im Eimer. Ist nervig, ist ärgerlich. Aber ist so gesehen auch nur ein Auto. Ja, muss man leider so betonen. Ja. Es hat in der Vergangenheit ganz andere Sachen getroffen, AfD-Parteibüros und ja. Negatives Highlight sozusagen, ja, Frank Magnitz von der AfD, Mitglied des Bundestages, der auf offener Straße in Bremen vom Theater überfallen wurde, schwerst verletzt wurde und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, weil er von Linksextremen, von 3 Vermummten überfallen wurde. Bei mir ganz konkret, weil es der Anlass, dass die Karre gebrannt hat, sicherlich, dass ich vorhab, oder vorhatte und immer noch vorhab und das auch durchziehe. Wir sehen uns nachher 14.30 Uhr. Heute 14.30 Uhr in der Universitätsbibliothek zu sein, in so einem kleinen Café, was da so drinnen gelagert ist. Habe das die letzten 2 Wochen schon bei Instagram und bei Twitter extrem breit getreten. Habe gesagt, okay, wer vorbeikommen will, wer sich mit mir unterhalten will, so, der ist gerne willkommen. Trinken wir einen Kaffee zusammen, quatschen ein bisschen, machen so ein bisschen Malinke, Meet and Greet. Und das ist natürlich einigen Linken extrem negativ aufgestoßen, die halt sich getriggert fühlen davon, dass man sagt, okay, man geht an diese linksliberale Hochburg-Universität, gerade hier in Leipzig, und ist dann so rotzenfrech und will sich da hinsetzen und da sozusagen so ein Meet and Greet machen. So, und noch am besten Leute einladen, die auch aus dem patriotischen Lager kommen. So, das geht für die natürlich gar nicht. Es ist auch bei Twitter so auf Unmut gestoßen. Mittlerweile ist der Tweet schon wieder gelöscht. Ich baller euch aber einen Screenshot hier unten rein. Jürgen Kasek hat wieder einen seiner doppeldeutigen Tweets gemacht, für den man ihn rechtlich nicht belangen kann, der aber, ja, jedem schon klar macht, was er damit implizieren will, mit Hipster jagen und freut sich über Besuch. So, ja, das habe ich jetzt nachts sozusagen davon. Ja, es ist halt, ist natürlich nervig, ärgert, aber in gewisser Weise
bestätigt mich das immer, wenn, ja, wenn Autos brennen, wenn Leute überfallen werden, wenn diese heftige Gewaltreaktion von links kommt, bestätigt mich eigentlich das immer in meinem Tun, weil es mich darin bestätigt, dass ich was richtig mache. Weil wenn meine Gegenseite mit Gewalt argumentieren muss sozusagen oder mit Gewalt auf das reagieren muss, was ich sozusagen argumentativ vorbringe, dann kann ich nur die besseren Argumente haben, dann kann ich nur Recht haben und dann kann ich nur auf dem Weg des Siegers sein. Also jemand, der nachts um 1:30 losgehen muss, um irgendwelche Familienkannen anzuzünden, der sich mit zwei Kumpels treffen muss, vermummen muss und einen alten Mann umzuhauen, der kann keine ja, erfolgreiche politische Idee vertreten und der kann keine überzeugende Meinung haben. Der ist einfach auf dem absteigenden Ast und ist wie so ein in die Enge getriebenes Tier und beißt um sich. Von daher bestärken mich solche Sachen immer. Und ja, geben mir eigentlich immer mehr den Drall, immer weiter zu machen, immer mehr Action zu geben. Und dann ja, ein bisschen den ganzen Tag Politik zu machen. Weil das einfach kein Zustand ist, der in unserem Land normal sein kann. Und ich will das nicht, dass es normal ist, dass Leute auf offener Straße überfallen werden. Ich will nicht, dass Leuten Autos angezündet werden, weil sie sagen, ich gehe in die Universitätsbibliothek und setze mich da in ein Café. Und wer mich besuchen kommen will, der kommt mich besuchen. Und deshalb weiter aktiv sein, weiter dranbleiben, sich nicht entmutigen lassen. Und morgen 14:30 ins Café kommen. Wir sehen uns, Freunde. Haut rein.